Eva und ich zeige euch heute, wie ihr mit einer ganz einfachen Raketechnik total coole Effekte erzielen könnt. Ich fange mal an mit dem Untergrund. Und zwar arbeite ich heute mal ausnahmsweise nicht auf einer Leinwand. Und zwar werde ich halt über dieses Bild drüber rakeln wollen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn der Untergrund sich nicht so biegt. Das heißt, ich habe hier so einen festen Untergrund, das ist ein Holzrahmen. Ich zeige dir mal kurz von der anderen Seite. Ich hatte da schon mal was drauf gemalt, das hat mir aber nicht mehr gefallen und ich habe das dann einfach wieder übermalt. Und ihr seht, hier sind so ganz leichte Strukturen ja auch drauf. Und manchmal ist das sogar ganz gut, wenn man so ein bisschen von dem alten Bild noch so mitnimmt. Einfach mal Mut haben, irgendwie Dinge zu übermalen. Und dann wieder was Neues draus entstehen zu lassen. Bei der Technik arbeite ich ausschließlich mit Farben, die ich pur verwende. Also normalerweise mache ich auch immer viel lasierend, aber dabei, bei der Rakeltechnik, verwende ich die Farben pur. Generell nutze ich Acrylfarben. Bei Acrylfarben ist es halt so, dass es sehr stark darauf ankommt, wie die Pigmentierung so ist. Also teure Farben generell haben ein bisschen mehr Pigmente und teilweise sogar wesentlich mehr Pigmente, sind deckender und haben mehr Leuchtkraft als Farben, die günstiger sind. Ich benutze besonders gern eigentlich die Farben von Schminke, weil ich echt gemerkt habe, die haben eine hohe Farbbrillanz und kommen echt gut raus. Ja, ich fange einfach mal an und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann natürlich auch diese teuren Gummirakel kaufen oder halt einfach mit so einer Pappe. Hat auch den Vorteil, dass ich die noch nicht mal sauber machen muss, die schmeiße ich dann eben am Schluss einfach weg. Es kommt jetzt im Prinzip am Anfang darauf an, dass ich die Farbe richtig auftrage und auch genug habe, dass ich sozusagen mit einem Schliff über die komplette Platte komme. Dazu verteile ich die Farbe relativ dick. Und auch auf mehreren Stellen auf der Leinwand, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit der Farbe bis darüber komme, ist relativ gering. Was ich eigentlich immer ganz schön finde, auch wenn ich hier mal sehr bunt arbeite, wenn man viel Beige und Weiß zwischendurch auch mal hat. Das sind einfach Farben, die ich generell so ganz gerne habe. Und wie man schon sieht, man muss so ein bisschen mutig sein. Picasso hat ja mal gesagt, Kunst ist Verschwendung. Das ist nur so. Wenn man jetzt hier so geizig rangeht, dann ist das irgendwie blöd für diese Technik, weil da muss man schon mal ein bisschen was raushauen. Pappe, einfach so eine dicke graue Pappe, nicht teuer und eignet sich hervorragend. Ich setze zweimal an, also ich fange einmal so an und setze dann nochmal von vorne an und ich male auch immer direkt den Rand so ein bisschen mit, weil man das im Prinzip, wenn man einmal durch ist, dann kriegt man die Seite nicht mehr hin. Dann gehe ich relativ flach, also so im Winkel von 20 bis 30 Grad, gehe ich jetzt hier so drüber und versuche dabei nicht zu sehr zu wackeln. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich die Seite nicht mehr so gut mitmachen kann. Deswegen drehe ich das jetzt einfach mal, damit das trotzdem so ein bisschen ist, aber nur wenig. Und das Ganze mache ich dann im Prinzip oben nochmal. Also ich setze zweimal an. So, hier unten, da war die Farbe ja auch so ein bisschen eingetrocknet, da ist es ein bisschen extrem geworden. Also solche Fehlstellen finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön. Wenn es dann so extrem wird, finde ich das jetzt zum Beispiel fast ein bisschen zu viel.
Das heißt, da gehe ich dann einfach nochmal drüber. Man kann manchmal auch einfach die Richtung wechseln und zum Beispiel hier unten mal so in die Richtung gehen. Jetzt haben wir ja so Stellen, wo noch gar nicht so viel passiert. Um da ganz, das Ganze noch so ein bisschen zu verbinden, gehe ich jetzt einfach noch mal mit Wasser so ein bisschen rein und schaffe so kleine Verläufe, wenn mir das ein bisschen zu viel ist. Verbinde die Farben miteinander, da kann das ruhig ein bisschen kleckig werden zwischendurch. Auch, dass man immer versucht, so ein bisschen gerade zu bleiben, dass man nicht zu sehr schwimmt. Diese wässrigen Strukturen, die ich da jetzt gerade drauf lege, die trocknen nachher einfach. Die können auch manchmal ein bisschen runterlaufen. Ich kippe das jetzt einmal, dass so ein paar Sachen einfach ein bisschen runterlaufen und dann lege ich das wieder hin und dann war es das eigentlich schon. Eins, zwei, hopp, hopp, mache ich immer nur ganz kurz, damit diese Verläufe auch gerade werden, weil wenn man das zu langsam macht, dann schwimmen die manchmal auch. So, das war's dann schon und viel mehr mache ich da aber auch gar nicht mehr dran.